würde gerne ein Dessert machen, das für die Schokoholika geeignet ist, das keine Transfette enthält, das keinen isolierten Zucker enthält, dass es gesund ist, das sättigt und das auch noch Eiweiß hat. Und dazu brauche ich eine Banane, einen Apfel, dann, hier, guck mal, habe ich Körner, 1,5 Esslöffel zusammengelegt. Das sind jetzt Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesam. 2 gehäufte Esslöffel Süßlupinenmehl und so 100%igen Kakao, diesen Backkakao. Knapp 2 Esslöffel. Und Wasser. Und das tue ich jetzt mal alles zusammen in den Mixer. Okay, die Sachen sind im Mixer. Jetzt kommen noch ungefähr 200 Milliliter Wasser dazu. Lieber am Anfang etwas weniger, denn nachkippen geht ja bekanntlich immer noch. Deckel drauf und los geht's. So, mal sehen, wie das von der Konsistenz her jetzt ist. Auch drin. Da drauf. Und das Ganze ist auch schon fertig. Dann ein bisschen verzehren. Ich habe da jetzt ein Minzblatt drauf gemacht. Hier noch ein bisschen in den Kühlschrank stellen. Und dann ist das servierbereit. Die Flasche mit dem Ahornsirup stelle ich persönlich daneben. Kann jeder für sich selbst noch ein bisschen was drauf machen. Und dann habt ihr einen super leckeren und super proteinreichen Nachtisch. Guten Appetit! Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt noch 3 Sonnenblumenkerne und ein bisschen. Und hier habe ich jetzt nochmal das gesamte Rezept. 2 bis 3 Bananen oder eine Banane und ein Apfel. 2 Esslöffel gemischte Kerne, zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Sesam. 3 gehäufte Esslöffel Süßlupinenmehl. 2 Esslöffel Kakao. 200 Milliliter Wasser. Dann nach Geschmack Ingwer, Chili, Zimt, Vanille, was euch sonst noch so einfällt. Und nach Geschmack gegebenenfalls zum Süßen Ahornsirup oder auch Honig, dann wäre es natürlich nicht mehr vegan. Aber bitte auf keinen Fall diesen billigen, schrecklichen Industriezucker oder gar Süßstoff nehmen. Und gutes Gelingen, guten Appetit!